Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und im letzten Part wurden wir ja so großartig gerettet von Krakilo und ich habe euch in einem Cliffhanger sitzen lassen, weil ich so lieb zu euch bin. Yay! Und jetzt machen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich das vertonen soll. Boogie! Krakilo? Oh ja! Ja! Geht es dir gut, Sonflora? Ja, du hast mich gerettet. Wirklich gut! Komisch, sieht dir gar nicht ähnlich, mit denen so viel Ärger zu haben. Aber du hast ganz schön etwas abbekommen. Daher ist es wohl gut, dass ich rechtzeitig aufgetaucht bin. Das freut mich, ja! Aber warum bist du hier, Krokilo? Warum? Oh! Kein bestimmter Grund, vor allem nicht, weil ich mir Sorgen um dich gemacht hätte, Sonflora. Plodderguy hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Das ist der einzige Grund. Nur weil es dir Plodderguy aufgetragen hat? Was soll das? Gut, du hast mir vielleicht geholfen, aber das hat nichts zu bedeuten. Was ist das für eine Einstellung? Ich verstehe. Ich werde nicht mehr helfen. Ich sollte echt aufhören, so zu brüllen, ey. Das Problem ist, ich habe hier mein Fenster und das sollte ich erstmal schließen. So. Und dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen die Dezibel-Anzeige mal ein bisschen runterpegeln lassen. Ich denke, dann werde ich gleich nicht irgendwie, damit sie gleich nicht irgendwie die Polizei oder so herschicken. Ich werde dir nicht noch einmal helfen. Und so stehst du da ganz alleine. Jetzt habe ich es doch getan. Eigentlich sprechen wir ja nicht mehr miteinander. Aber ganz im Ernst, ich war froh, ihn hier zu sehen. Ich wollte ihm wirklich danken. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es einfach nicht geschafft. Ach, vergiss es. Ich bin sauer auf mich selbst dafür, dass ich es nicht fertig gebracht habe. Dieses Mal. Geht es dir gut, Sonflora? Ja, du hast mich gerettet. Wirklich gut! Komisch, sieht dir gar nicht ähnlich, mit denen so viel Ärger zu haben. Aber du hast ganz schön was abbekommen. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Ist nicht so leicht, mit so einer kratzigen Stimme zu reden. Daher ist es wohl gut, dass ich hier rechtzeitig aufgetaucht bin. Das freut mich ja. Und dann war Krokilo auch schon wieder ganz der alte Krokilo. Er hat sich wirklich Sorgen um mich gemacht. Was? Warte mal einen Augenblick. Krokilo, was Krokilo gesagt? Ey, bitte. Achso. Aber du hast ganz schön was abbekommen. Daher ist es wohl gut, dass ich hier rechtzeitig aufgetaucht bin. Das freut mich. Sag nicht. Aber das würde ja bedeuten. Ich glaube, das hängt damit zusammen, was ich gerade versuche herauszubekommen. Ich glaube, ich habe es. Apollo behauptet, unbesiegbar zu sein. Aber das ist natürlich ein Trick. Nein, ach, was? Oho! Mensch! Sonflora! Ich bin von deiner Intelligenz komplett beeindruckt! Das ist nur ein Trick? Nein! Oh mein Gott! Untere Quellhöhle U1. So, und dann geht's hier auch mal weiter. Und dann, ja, Taniel, alles klar, so läuft's hier also. Ja, ich bleibe einfach mal bei Rasierblatt. Kugelsart hat da nicht so viele AP. Och, Andi hat mir erzählt gehabt, das mit dem OP sein wirst du doch früher oder später. Auch mit den Taniels! Wirst du noch früher oder später herausfinden. Da vertraue ich dir mal, Andi. Oh ja, schon mal zweimal getroffen, schon mal besser als nur einmal. Jetzt kann noch mal wieder weiter erzählt werden. Ich bin jetzt, wir haben es jetzt gerade 12:09 Uhr und ich bin vor einer Stunde, ja, passt sogar, nee, vor einer halben Stunde sogar bin ich aufgestanden um 11:30 Uhr. Ich habe nämlich gestern Fußball gespielt und ich hatte danach so einen dicken Schädel, so einen richtigen Brummschädel. Alter. Oh. Ich versuche hier vorn wegzulaufen, weil es hat für mich keinen Sinn, gegen ihn zu kämpfen. So. Und ich hatte einen richtig dicken Brummschädel nach Fußballspielen. Ich weiß nicht, woher ich diesen richtig dicken Brummschädel hatte. Weil ich war ja draußen und habe Fußball gespielt, Sport getrieben und so weiter. Kriegst du einfach. Ich durchsuche mal die Ebene weiter, damit ich auch weiter labern kann. Da bekommt man doch eigentlich gar keinen
keine Kopfschmerzen, so richtig Brummschädel raus. Das ist doch eigentlich total angenehm. Nö, ich komme da am Ende mit schmerzenden Muskeln und halt allgemein, ich war ziemlich kaputt halt. Wir haben von 3 Uhr bis 5:30 Fußball gespielt. Das ist schon ganz in Ordnung, ne? Vor allem, wenn man betrachtet, dass ich in den Ferien bisher nur 4-mal Fußball gespielt habe. Also jetzt insgesamt nur 4-mal Fußball gespielt habe, auch mit dem Tag gestern. Was natürlich eigentlich dann nicht... Oh, Kraftband, geil, weil das stärker hat. Auch Andi in die Kommentare geschrieben. Natürlich, weil wir haben ja keinen speziellen Angriff. Ich denke immer, Rasierblatt ist ein spezieller Angriff. Aber ist ja nicht. Und dann war ich halt ziemlich kaputt und so. Und dann bin ich halt auch ziemlich schnell eingeschlafen. Sehr schnell eingeschlafen. Und ich habe auch ziemlich lange geschlafen. So ungefähr wie so ein Flora jetzt. Ne? Schläft auch relativ lange und ist auch sehr schnell eingeschlafen. Och ja, jetzt übertreiben wir aber ein bisschen mit den Fallen hier, ne? Meinst du nicht auch? Und dann bin ich auch relativ schnell eingeschlafen. Okay, jetzt war Kugelsatz schon mal nicht schlecht. Und dann auch relativ lange, weil ich bin um 10:30 ungefähr schlafen gegangen und bin um 11:30 wieder aufgestanden. Bisschen krass, würde ich mal so betonen. Was? Erhöht sein Angriff? Was ist das denn? Ach ja. Ja, Medite natürlich. Medite, genau, Meditier. Und ja, wie soll ich sagen, das war ein ziemlich langer Schlaf. Und ich find's krass, dass ich jetzt nicht schon wieder Kopfschmerzen habe, weil normalerweise ist bei mir so, wenn ich extrem lange schlafe, dann, oh ja, wir schummeln uns an ihm vorbei. Nein, wieso stehst du genau dann auf? Och, jetzt werde ich auch noch gesandwiched, Alter. Was ist das denn jetzt? Jetzt werde ich auch noch gesandwiched. Ja, Geduld kann... Oh, Stachelspore. Was ist denn das hier für eine Kombination? Warte mal. Wir schicken Meditier jetzt mal on a trip. Meditier? Hä? Ich kann, während ich paralysiert bin, noch nicht mal Orbs einsetzen. Nur Meditier. You're going on a trip with your favorite rocket ship. So, und dich schläfern jetzt wieder nochmal ein. Ja, und tschüss. Nein, das ist Meditier schon wieder. Mann, habt ihr einen Spürsinn für mich oder was? Alter, okay, cool gesagt, ist jetzt besser. Och, da ist das Paras schon wieder. So schnell konnte es sich erholen. Nein, ich werde gleich wieder gesandwiched. Schlaf ein. Ja, weg. Nein, wieso stehst du im Fetisch? Ah, nein. Ich kann gar nicht mehr richtig reden wegen euch beiden. Ah, was ist das? Oh mein Gott. Ich habe es geschafft, überlebt. Oh, jetzt müssen wir auch noch in die nächste. Jetzt trinken nochmal einen Schluck hier. Ich bin recht weit gekommen. Nur etwas weiter, Apollo, wenn ich da irgendwo versteckt habe. Dieses Mal werde ich einen ganz schicker kriegen. Ich hoffe, du hast dir schon einen Plan überlebt, wie du seine Belebersamen auslöschen kannst. Fortfahren? Ja, Wulski, natürlich will ich vorfahren. Was ist das für eine Frage? Sie, diese Sonflora, ich glaube, sie verfolgt mich immer noch. Wie hartnäckig, du meine Güte. Na gut, sie ist ein Pflanz-Pokémon. Wenn ich also dorthin laufe... Wahrscheinlich fliegt er über Lava oder so, wo ich ihn nicht erreichen kann. Aber ich habe ja Kugelsaat zum Glück und kann versuchen, ihn zu snipen. Daran wird Sonflora wahrscheinlich nicht denken. Finde ich total cool, dass wir jetzt hier durch ein Gebiet durchlaufen, wo wahrscheinlich Feuer-Pokémon gleich auf mich warten werden. Das sieht mir sehr aus wie diese Höhle vor Groudon. Wie hieß die nochmal? Dunsthöhle? Hieß die Dunsthöhle? Och, was denn das jetzt? Das Komitee der ganzen Pokémon in der Höhle, oder was? Ne, Kugelsatt macht jetzt auf einmal richtig viel Work. Als ich ja gestern den Part aufgenommen habe... Als ich ja gestern den Part aufgenommen hatte, da hat Kugelsaat ja nur einmal getroffen. Ja, ungefähr wie jetzt. Nur einmal getroffen. So, Rasierblatt, jetzt mach mal bitte. Dankeschön. Job erledigt. War das die Dunsthöhle? Vor Groudon? War das die Dunsthöhle? Wo auch Selfe dabei war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sieht die aus halt wie die Höhle vor Groudon. So, das will ich halt damit sagen. Ist aber ganz schön viel zu sammeln. Pilsiv-Schal. Das brauchen wir ja nicht. Nein, ich wollte das nicht. Oh, ich hasse das ja, ne? Ja, greif an. Oh mein Gott, eine Attacke, eine physische Attacke und ich bin weg. Oh mein Gott, ich hätte ihn einschläfern sollen. Oh, oder auch nicht. War die richtige Entscheidung. Nee, war schon genau richtig. Ich hab das alles geplant, ja? Das war klar, dass ich ihn treffe oder dass ich ihn treffen würde mit Kugelsaat und dass ich ihm genügend Schaden machen würde. Tempo-Orb, bitte? Okay. Damit kann ich leben. Bin ich ein bisschen... Oh, das hat ja lang gehalten. Wow. Krass. Das hat sich ja wohl gelohnt. Wobei, habe ich ein bisschen Zeit gespart. Bin schneller durchgekommen. Kugelsaat. Ja, das ist unsere Standardattacke jetzt. Weil ich habe Angst vor dem Pokémon hier.
Och Mann, ist das. Guck, den Cognodon kann ich ruhig mal Rasierblatt einsetzen, ist ja sehr effektiv. Und ich habe bisher noch kein Feuer-Pokémon entdeckt. Wundert mich ziemlich. Wurde ja auch erzählt, dass die Feuer-Pokémon rumrasen, aber ich habe nicht ein Feuer-Pokémon gesehen. Außer natürlich Schneckmack, ne? Aber das war jetzt ja nicht hier im Dungeon, sondern es war ja. Alter, wie viele Pokémon! War das ein Crit? War das ein Crit? Ich kann ja jetzt nicht zurückspulen. Leute, war das ein Crit? Habt ihr das mitbekriegt? Alter. Ja. So ein Flora, ganz ruhig. Da ist kein. Oh mein Gott. Ey, wie viele Pokémon hier sind! Ey, bei den normalen Dungeons hat man immer so gefühlt, ja, vier Pokémon auf der Ebene. Hier sind es auf einmal sechs. Ey, ist das euer Ernst? Alter, was ist denn das jetzt? Ja, Wulski, alle Belebersamen noch wegmachen. Na klar, wieso denn auch nicht? Oh, Kugelsatt hat mir nochmal den Arsch gerettet. Level 30 auch noch. Ja, das ist gut. Hat sie gerade gesagt, Level drauf? Level drauf. Level rauf, hat sie irgendwie gesagt. Geduld ist eine Tugend. Ja, das brauche ich natürlich, weil ich auch ein so großes Team hier bin. Mann, ey, so viele Belebersamen schon verschwendet, die Daniel und Marcel gut gebrauchen können. Lahmfalle, natürlich. Jetzt geht nochmal die Zeit flöten, die wir vorhin mit dem Tempo reingeknallt haben. Und dann laufe ich auch noch so hässlich im Kreis. Hat noch gefehlt, dass der Antikraft-Boost kriegt. Ah, ich sollte mal die Sinelbeere verwenden. Dafür habe ich sie doch mitgenommen. Ich habe noch eine einzige. Moin moin. Wenn ich gegen Apollo kämpfe, kriege ich vielleicht auf die Fresse, wenn ich keine Sinelbeeren habe. Oder ich kriege von Daniel hier auf die Fresse, weil ich mich nicht geheilt habe. Alter, sind diese Pokémon hässliche. Ich sag's sie aber nicht. Ich beleidige viel zu viele in meinen Let's Plays, ist mir aufgefallen. Ich sollte das mal ein bisschen unterlassen. Wow, letzter Raum und Alter, das ist motherfucking Pokémon Mystery Dungeon in a Nutshell. Ach komm, mit dir will ich mich gar nicht mehr aufhalten hier. Das ist ja, Alter, das ist ja nervig. Und ich habe keine KP mehr. Und ich habe keine Sinelbeere mehr. Moin, moin. Ja, moin. Wie geil ist das denn? Richtig cool. Wobei, jetzt kann ich auch einen Bodycheck überleben. So, jetzt müssen wir das hier ausplanen. So, Grasflöte. Und dann Kugelsaat. Oh, dann halt Rasierblatt. Dankeschön. Danke. Job erledigt. Und jetzt lass mich bitte früher die Treppe finden. Wahrscheinlich ist die Treppe unten in dem Raum gewesen. Nur genau als ich... Oh. Ich wollte gerade sagen, genau als ich den Schritt reingegangen bin, hat sie sich woanders hin teleportiert. Sodass ich immer als letzten Raum die Treppe dann erst erwischen kann. Och, mein Gott. Wenn hier auch noch eine Sackgasse ist, ne? Ah, danke schön. Also, Pokémon Mystery Dungeon. Alter, was ist das hier für ein Dungeon, Alter? Ey, die ganzen verzwickten Räume hier, ey. Natürlich. Ja, die Treppe ist direkt vor mir. Rein da! Rein da! Lass dich nicht beirren. Geh einfach in die nächsten. Ja. Oh, alter Schwede. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Komm, das muss ich zugeben. Da drüben. Apollo ist da drüben. Ich habe dich gefunden, Apollo. Ich werde dich jetzt festnehmen. Du konntest auch einfach aufgeben. Hey, du bist hartnäckiger als alle anderen, die versucht haben, mich zu fangen. Unglaublich sturköpfig. Aber was du auch tust, das macht keinen Unterschied. Kapierst du es nicht? Ich bin unbesiegbar. Ich habe einen Beweis dafür, dass du es nicht bist. Wie bitte? Es gibt keine unbesiegbaren Pokémon. Von Anfang an war es nicht mehr als eine List. Von wegen Unbesiegbarkeit, habe ich recht, Jungs? Jungs? Was meinst du damit? Du hast es herausbekommen. Ja. Ich habe herausbekommen, dass du nicht alleine bist. Komm schon raus, die anderen. Ich wusste es. Oh, wow. Also doch keine Belebersamen. Och, Mann. Schade. Du. Ich wusste es. Es gibt nicht nur ein Apollo, sondern drei. Dieses eine Mal. Als ich Apollo den K.O. verpasst habe. Er bewegt sich nicht mehr. Sieht so aus, als wäre er K.O. gegangen. Also weile ich mich besser und nehme ihn fest. Juhu! Aber jedes Mal, wenn ich dich gefangen nehmen wollte, Apollo, jedes Mal war er plötzlich dieses helle, blendende Licht. Aha. Einen Moment lang konnte ich nichts sehen. Und dann habt ihr dann genutzt. Genutzt, um die Plätze zu tauschen. Ihr blendet den Gegner mit einem Lichtblitz. Ihr tut es, damit die zwei Versteckten von euch kurz darauf vorkommen können. Der in Ohnmacht gefallene Apollo wird dann schnell versteckt.
Danach nimmt einer von euch den Platz des gerade K.O. gegangenen Apollo und gibt vor, unbeschickbar zu sein. Auweier ist so hell. Ich sehe nix. Auweier. Was? Ich weiß doch, dass ich ihn gerade auf die Bretter geschickt habe. Warum ist er plötzlich wieder munter? Ja, hast du gesehen? Es ist unmöglich, mich fertig zu machen. Auf diese Art habt ihr alle glauben lassen, ihr werdet der unbesiegbare Apollo. Die Erkundungsteams, die euch bisher herausfordert haben, Apollo, sie sind auf diese Täuschung hineingefallen und haben im selben Augenblick den Siegeswillen verloren. Daher hat es kein Erkundungsteam geschafft, Apollo festzunehmen. Wie ist denn Flora da jetzt drauf gekommen, bitte? So habt ihr ein Erkundungsteam nach dem anderen in einer Nase herumgeführt, bis jetzt. Und deswegen seid ihr bisher immer davon gekommen. Sieht fast so aus, als sei unser Geheimnis aufgeflogen. Aber du weißt sicher, was das bedeutet, oder? Wir können dich unmöglich wieder gehen lassen. Lava-Geysire! Was ist hier los? Ach du Scheiße! Aber dieses ist die Quellgrubenhöhle. Direkt unter uns fließt Lava. Du bist unglaublich hartnäckig gewesen. Deswegen sind wir hierher gelaufen. Das ist nun mal der beste Ort, um sich eines Pflanzen-Pokémon wie dir zu entledigen. Mach dich bereit. Auweil! Huch. Krokelo! Alles in Ordnung, Sunflora! Was machst du hier? Das ist jetzt egal. Pass auf, da kommen sie. Ganz schön heiß. Geil, ey. So ein Florat-Krakeo brennen. Kann ich wenigstens sehen, was er für Attacken hat? Natürlich kann ich es nicht sehen. Aber was ich machen kann... Schwupps. So, den schläfern wir jetzt hier ein. Und weg bist du? Natürlich. Greif genau den an, der gerade schläft, anstatt ihn einfach durchschlafen zu lassen oder so, ne? Kugelsaat! Oh ja! Tiefschlag, ja, herzlichen Dank auch. Kugelsaat, zeig mir deine Power! Ja, Wolski! Nein, nicht Jaula, was tust du? Gleich bist du down! Ja, komm bitte, besieg ihn auch noch! Rasierblatt, das reicht jetzt aber. Nein! Okay, das reicht jetzt aber. Okay, Krakeelo ist down. Wie viele Belebersam haben wir eigentlich noch? Ein Belebersam, okay. Für das Team! Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ich schläfe ihn mal lieber ein. So, und ich nehme noch mal einen Schluck vor meinem Tee. So im perfekten Moment weggeext. Jetzt geht's weiter. Ich gebe auf. Gut gemacht, wir haben alle Apollo erledigt. Juhu, beilen wir uns und nehmen sie fest. Vielen Dank, der Ganova Apollo, der unbesiegbare Apollo, den niemand festnehmen konnte. Er wurde endlich verhaftet. Wie schockierend, dass es in Wirklichkeit drei Pokémon waren, die uns getäuscht haben. Deswegen möchte ich diese Festnahme als ermittlungstechnisch brillante Einzelleistung hervorheben. Großartig. Die Knuddeluft-Gilde hat sich abermals als bewährter Partner erwiesen. Das war ein denkwürdiger Einsatz. Oh, wie schmeichelhaft. Dieses Lob lässt uns vor Scham erröten, Herr Oberwachmeister. Jetzt das super nicht dir, ey. Sonnflora, nimm dieses Dankeschön von mir. Sonnenschal? Okay, geil. Ein Sonnflora-spezifisches Item. Ein Sonnenstall? Der wird mir eine große Hilfe gegen Feuerattacken sein. Dieses exklusive Item ist ein großer Schatz. Aber ich bin so froh. Nun gut, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Du. Wir brechen auf. Aufmerksamkeit, bitte. Lasst uns von Flora danken. Sie hat diese Festnahme zustande gebracht. Dies war echt eine Spitzenleistung.
Augenblick, ich muss sagen, ich habe das nicht ganz alleine geschafft. Hm? Wo ich gerade dabei bin, wo steckt denn Krakelo? Wo ist Krakelo? Krakelo? Der steckt in Schwierigkeiten. Anstatt seinen Wachdienst zu schieben, hat er sich stattdessen lieber irgendwo anders herumgetrieben. Huch! Als Bestrafung habe ich ihn in den Apfelwald geschickt, um perfekte Äpfel zu sammeln. Oh, Plaudergeil, wenn du nur wüsstest. Oh, so ein Flora, jetzt sag ihm mal ganz schnell, was er getan hat. Krakelo, Plaudergeil hatte dich gar nicht darum gebeten, mir zu helfen. Das stimmt nicht, Plaudergeil. Wie bitte? Was soll nicht stimmen? In Wahrheit hat Krakelo. Was? Ist das die Wahrheit? Wenn das so ist, verdient auch Krakelo unsere Anerkennung. Ich muss ihn augenblicklich danken. Aber... Was ist denn, Donnerwetter? Die Gildenregeln sind strikt. Die Tatsache, dass Krakelo seine Pflicht verletzt hat, bleibt bestehen. Strafe ist Strafe. Krakelo hat sich bereits im Apfelwald aufgemacht. Aber er wird nur heute perfekte Äpfel ernten müssen. Ich grüße dich, Sonflora. Alle sind nebenan und erzählen Gruselgeschichten. Marcel und Daniel sind auch dort. Willst du auch nicht mitmachen, Sonflora? Nein, danke. Ich schreibe gerade etwas mein Tagebuch. Oh, verstehe. Na gut. Komm noch rüber, sobald du fertig bist, Sonflora. Glibunkel hat gerade ein ungeheuer gruseliges... Ausgerechnet Glibunkel, Alter. Wie geil. Von dem man sich... Also, ich würde sogar mehr von Palim Palim erwarten als von Glibunkel, dass er eine gruselige Geschichte erzählt. Selbst wenn er so ein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, unheimlicher Frosch ist. Weil er einfach so ruhig ist und mir so, ich sag jetzt mal, relativ sympathisch rüberkommt. Wie geil einfach. Okay, verstanden. Ich komme gleich nach. Oh, Palim Palim. Ja? Ist Krakelo bereits in sein Zimmer zurückgekehrt? Soweit ich weiß nicht. Er wird wohl noch unterwegs sein. Verstehe. Bis dann. Ich möchte den Rest der Geschichte nicht verpassen. Allein wenn ich daran denke, Iek, gruselig. Oh, Iek, Palim Palim schläft wohl schon ein bisschen länger im Zimmer von so einem Flora. Ich frage mich, ob er immer noch perfekte Äpfel sammelt. Krakelo, ich muss mich wirklich entschuldigen und dir danken. Ich wollte eigentlich nicht mehr mit dir in Dungeons gehen. Leider habe ich mich dir gegenüber entsprechend abweisend verhalten. Aber es tut mir so leid, wie abweisend ich gewesen bin. Ich wünsche, ich könnte das alles zurücknehmen. Ob du wohl in Zukunft noch einmal mit mir Dungeons erkunden wirst, ob wir wohl wieder Freunde werden können. Oh, still better love story than Twilight. Die ist doch bestimmt jetzt verliebt in Krakelo und Krakelo ist bestimmt verliebt in so ein Flora und dann zeugen sie... Nein, wie auch immer. Sobald Krakelo zurückkommt, werde ich mich direkt bei ihm entschuldigen. Ich muss jetzt ihm sagen, das, was ich damals nicht sagen konnte. Dankeschön. Oh, wie süß. Mit Dankeschön wurde es beendet. Ach, ist ja cool. So, und ich hoffe, ich hatte diese Wonder-Episode... Nein, es heißt Bonus-Episode. Ich voll Pfosten. Ich hoffe, ich hatte euch diese Bonus-Episode so gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Wir machen das nächste Mal mit der After-Story weiter, wie versprochen. Nach der After-Story. Oder ich guck mal, ob ich die After-Story wirklich bis zum Ende machen möchte. Und ich dann die nächsten Bonus-Episode spielen möchte. Das schaue ich noch. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Wir sehen uns also dann morgen wieder. Tschüss, Kaskienkowski, und habt noch einen schönen Tag. Bye, bye.